So, da bin ich wieder zu Hause. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Die nächste R90, mittlerweile ist die Modellpalette auf 5 Modelle angewachsen. Die Ur R90 mittlerweile, obwohl die, glaube ich, vor 2 Jahren erst gekommen ist. Die hat auch ein Update erhalten, klarerweise wegen Euro 4. Dann haben wir die Pure, die Racer, die Scrambler und jetzt auch die Urban G-S, die zurückgeht zu den Anfängen der GS vor über 35 Jahren. Klassisch ist diese Motorsportlackierung rot, zwei verschiedene Blautöne weiß. Das Ganze wurde als Studie beim Recent Waves Festival präsentiert, das war erst im Sommer. Jetzt haben wir schon eine serienmäßige Euro 4 konforme neue R90 da. Da sieht man, die kompetenten Firmen schaffen es auch, etwas ältere Aggregate Euro 4 fit zu machen, ist für BMW kein Problem. Das ist der alte Luftölkühler, 110 PS. Sozusagen der letzte richtig echte charakterstarke Boxer. Ich meine, die neuen sind auch ganz toll und vor allem noch viel kraftvoller. Aber das ist noch so, da ist noch das gewisse Etwas drin. Deswegen stehe ich total auf diese Palette, auf alle 5 Modelle mittlerweile. Ich setze mich mal kurz drauf. Die Sitzhöhe soll nämlich 850 mm sein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So hoch wirkt sie gar nicht. Naja, gut. Also ich habe noch einen guten Stand, 1,80. Ein bisschen überlange Modelbeine habe ich, aber sonst bin ich ganz normal gebaut. Also ich sitze da sehr gut oben, muss ich eigentlich niemand schrecken. Das könnte ich jetzt auch noch ein bisschen kleiner sein, das wird sich auch noch ausgehen. Genauso wie bei den anderen R90 sitzt man sehr entspannt oben. Die Racer ist wahrscheinlich ein bisschen sportlicher, die R90 ist so gerade mittendrin. Da sitzt man einfach schön aufrecht, Mini-Windschild. Jetzt keinen besonderen Windschutz geben, aber das macht ja nichts. Man will den Wind ja spüren auf so einem Motorrad. Genauso wie der Motor, der braucht auch Wind. In der Mitte habe ich ein zentrales, analoges, eine analoge Uhr für die Geschwindigkeit. Alles natürlich wunderschön verarbeitet. Ich habe auch hier dieses modulare Rahmenkonzept. Das ganze Fahrzeug ist so aufgebaut, dass man es auch sehr einfach verändern kann, individualisieren. Die Leute, die sich sowas kaufen, sind halt von Grund auf einmal Individualisten. Ich auch, ich würde auch gern ein bisschen was noch ändern. Vorne haben wir 19 Zoll oben, grobstolligere Reifen, das schaut immer so ein bisschen hart aus, ein bisschen männlich. Stehe ich ganz schwer drauf. Ist am Asphalt nicht unbedingt das Angenehmste, aber das muss halt einmal sein. Die Speichenfelgen übrigens, die hier drauf sind, mit den schwarzen Felgen, sind Zubehörteile. Sie kommt serienmäßig mit Güssfelgen. Also da hat BMW hier schon ein bisschen getunt. 221 Kilo hat das Ganze, 17 Liter Tank. Und ja, einfach wieder vom Feinsten. ABS serienmäßig habe ich hier drauf zum Abschalten. Das ASC, also die Schlupfregelung, ist ebenfalls Sonderzubehör. Also alles wie gewohnt reduziert in dieser R90-Palette. 5 Modelle, Herz, was willst du mehr? Ich bin neugierig, ob noch was Neues kommt, aber das reicht einmal heuer. 3 neue Modelle, da habe ich sogar eine Griffheizung drauf. Also bei BMW sind immer ein paar Extras dabei, das ist nun mal so, die Klientel bestellt viele Extras. Die GS kommt zum Großteil, glaube ich, mit Vollausstattung sogar, wird die ausgeliefert. Ein bisschen Geld muss man reinstecken, aber mein, so ein Fahrzeug gibt es halt nicht umsonst. Ja. Schauen wir, ob es eine eigene Präsentation gibt. Ich kann mir vorstellen, dass man die R90-Modelle gemeinsam präsentiert. Das wissen wir noch nicht, werden wir bald erfahren. In den nächsten Monaten gibt es einiges zu testen für uns.